Und wir haben in Reaktion auf die Disqualifizierung von Oppositionskandidaten und die Verschiebung der Wahlen zum Legislativrat unser Auslieferungsabkommen mit Hongkong suspendiert. Und deshalb bleibt unser gemeinsamer europäischer Appell, dass die Wahlen zum Legislativrat schnell und ungehindert stattfinden und die Einschränkungen unter dem Sicherheitsgesetz rückgängig gemacht werden. Da sind wir uns als Europäer einig. Und was die Uiguren betrifft, auch das stand heute auf unserer Agenda. Und auch dort habe ich noch einmal wiederholt, dass wir es sehr begrüßen würden, wenn China auf die von der internationalen Gemeinschaft vorgetragenen Bedenken eingehen würde und dies zum Anlass nehmen würde, einer unabhängigen Beobachtermission der Vereinten Nationen Zugang zu den Lagern zu gewähren. Und ich habe hier eine Bereitschaft dazu gehört.